Ja, hoher Richterspruch heute hier in Karlsruhe. Worum ging's? In diesem Fall ging es um eine Klage, die ich angestrengt hatte, eine Organstreitklage, weil nämlich bei der Bundespräsidentenwahl, bei zwei Bundespräsidentenwahlen, die Bundesversammlung zusammengekommen war und der Bundestagspräsident, dann Leiter der Bundesversammlung, unserem Kandidaten verwehrte, sich vorzustellen. Das heißt also, wir hatten nicht Gelegenheit, unseren Kandidaten vorzustellen. Es wurde gewählt, ohne dass die Bundesversammlung hier eine Rede unseres Kandidaten überhaupt hören konnte. Das verstößt nach unserer Auffassung oder verstieß nach unserer Auffassung gegen das Recht, gegen die Geschäftsordnung. Man hat versucht, mit einem Geschäftsordnungstrick eben unseren Kandidaten mundtot zu machen. Das Hohe Gericht hat heute bestätigt, dass das so rechtens gewesen sei. Ich bin enttäuscht von dem Urteil, denn Demokratie, in der wir angeblich leben, die beweist sich auch darin, dass sie jedem Kandidaten auch das Recht gibt, gleichberechtigt sich vorstellen zu können. Und wenn der Kandidat der großen Parteien über Medien und über die Zeitungen und über andere Publikationen groß im Land bekannt gemacht wird und dann ein Kandidat einer Oppositionspartei, einer kleinen Partei noch nicht mal Gelegenheit bekommt, sich in der Bundesversammlung vorzustellen, dann hat das nach unserer Auffassung nichts, aber auch gar nichts mit Demokratie und Gleichberechtigung zu tun. Und das ändert dieses Urteil nicht, sondern dieses Urteil beweist nach unserer Auffassung, dass wir eben nicht, und jetzt benutze ich die Worte eines ehemaligen Bundespräsidenten, in einer lupenreinen Demokratie leben, sondern diese Demokratie scheint mir, wird zurechtgebogen. Da hat Roman Herzog damals recht gehabt, als er das gesagt hat. Und es wird höchste Zeit, dass wir nicht nur auf dem Gebiet der Bundespräsidentenwahl für mehr Demokratie sorgen, sondern auch in vielen, vielen anderen Fällen, wo die Demokratie regelrecht vom Parteienkartell, von den etablierten Parteien, regelrecht ausgehebelt wird. Also dieses Urteil wird uns Ansporn sein, weiterzukämpfen, kritisch alles zu hinterfragen und wenn nötig auch den Rechtsweg zu beschreiten. Insofern kein schlechter Tag für die NPD, sondern ein schlechter Tag für die Demokratie in dieser Bundesrepublik Deutschland. Ja, das Hohe Gericht hat geurteilt. Es hat geurteilt in einem Sinne, dass man die genaue Interpretation, was das Gericht nun in Zukunft für möglich hält oder nicht möglich hält, in Bezug auf Äußerungen des Bundespräsidenten, nicht ganz genau herauslesen kann. Das müssen wir erst noch tun. Wir werden das Urteil lesen und analysieren. Ich sehe es als Teilerfolg an, was heute hier geschehen ist. Erstens haben wir erreicht, dass das Verfassungsgericht sich mit unserer Klage beschäftigen musste und hier eine gewisse Rechtssicherheit eintritt dadurch, durch den Richterspruch. Das Zweite ist, wir haben gezeigt, dass die NPD aktiv an der Willensbildung und an der juristischen Ausgestaltung der Demokratie teilnimmt, was ich für sehr wesentlich halte. Wir wollen mehr Demokratie. Für uns ist Demokratie kein Wagnis, wie für Willy Brandt zum Beispiel, sondern wir sagen, wir fordern demokratische Rechte ein für uns und wir fordern auch eine konkretere Definition, was der Bundespräsident, der ja zur Neutralität verpflichtet ist gegenüber den Parteien, denn er ist ja der Präsident aller Deutschen. Und auch die Mitglieder der NPD sind Deutsche. Und insofern sind wir gut beraten, wenn wir das Urteil nochmal ganz genau studieren und aus diesem Urteil dann herauslesen, was denn zukünftig der Bundespräsident sich so alles herausnehmen darf oder eben nicht. Insofern keine Niederlage, sondern eine Richtigstellung und eine Einjustierung dessen, woran sich auch zukünftig der Bundespräsident zu halten hat.